Direkt auf dem Gelände des TSV 1860 mit Sicht auf Trainingsplatz 1 liegt das Junglöwen-Nachwuchsleistungszentrum, kurz NLZ genannt. Hier werden 200 Talente geschult und zukünftige Profifußballer ausgebildet. Doch das über 20 Jahre alte Gebäude braucht dringend eine Überholung und wird umgebaut. Irgendwann fällt der Putz von der Wand ab, wenn man irgendwo eine Feuchtigkeit drin hat. Und dann gab es in diesen vor Jahren schon diesen größeren Wasserschaden, den wir hatten, der nicht vernünftig saniert worden war. Und dann summieren sich die Probleme einfach auf. In der vergangenen Saison standen 18 ehemalige Junglöwen in der ersten Mannschaft des TSV 1860. Um dieses Niveau zu halten, wird statt nur in Beine jetzt in Beton investiert. Gut 900.000 Euro kostet die Sanierung. Das werden wir stemmen aufgrund der Unterstützungsbeiträge von den Gesellschaftern, von Sponsoren, Partnern. Viele bringen sich eben auch nicht nur mit Mitteln, sondern eben auch mit Eigenleistung ein, mit vielen persönlichen zusätzlichen Stunden hier. Und insoweit sind wir da, wie gesagt, sehr, sehr gut unterwegs und werden da auch gemeinschaftlich im Team ins Ziel kommen. Das Löwen-NLZ ist unter den 57 Nachwuchszentren in Deutschland eines der erfolgreichsten und Rückhalt der eigenen Profimannschaft. Unter dem Arbeitstitel Löwenhöhle der Zukunft unterstützen auch viele Partner mit Sponsoring und Zusatzleistungen den Umbau. Die Duschen werden hoffentlich dann in der ersten Oktoberwoche wird der E-Strich reingemacht, dann wird gefliest und wir hoffen, dass wir Ende Oktober dann den kompletten Bereich hier im Untergeschoss, Kabinen und Duschräume wieder komplett nutzen können. Bis 2025 soll die Sanierung des Die Bayerische Nachwuchsleistungszentrum abgeschlossen sein. Gut, dass auch der namensgebende Sponsor sein Engagement bis zu diesem Jahr verlängert hat.